bin jetzt im Lager in Ägypten. Da werden wir den Lastwagen vorbereiten für Gaza. Da sind 3000 Decken, die wir bestellt haben. Lebensmittelpäckchen werden noch von uns eingepackt. Ich muss jetzt ein bisschen arbeiten hier. ...220 Päckchen werden vorbereitet. Sie haben uns gerade Dosen geschickt, weil frische Lebensmittel gehen kaputt, weil sie müssen sicher 2 Wochen an der Grenze selber warten, bis sie überhaupt auf Gaza hineinkommen. Und jetzt muss ich es arbeiten. 220 Päckchen müssen gepackt werden, mit unseren Kleber beklebt werden und los geht's auf Gaza. Ich hoffe, dass unsere Hilfe auf Gaza ankommt und dass wir den Menschen das Leben ein bisschen erleichtern können. Ich danke euch vielmals für die Unterstützung.